Es gibt Christen, die erleben immer wieder in ihrem Leben, dass sie oft unerwartet und spontan von irgendwelchen Menschen attackiert werden, angegangen werden, beschimpft werden, ausgegrenzt werden. Irgendwie steht in den Leuten was auf und stellt sich gegen sie. Und sie wissen gar nicht warum, was da eigentlich los ist, aber sie erfahren es immer wieder, dass irgendwelche teilweise wildfremden Menschen sich gegen sie stellen. Oder Mobbing. Sie erleben Mobbing, sie erleben Zurückweisung, Ablehnung, Benachteiligung, Beleidigung und so weiter. Und sie fragen sich, was ist das? Warum ist das in meinem Leben so? Warum widerfährt mir das immer und immer wieder? Ist da irgendeine Tür offen? Ist da irgendetwas, wo der Feind noch Anrechte in meinem Leben hat, dass er mir das antun kann? Ich glaube, dass es in der Regel ganz einfach zu verstehen ist. Du bist ein Soldat in der Armee des Herrn und du hast deine Uniform an. Und der Gegner sieht dich. Er erkennt dich. Er weiß, dass du zur Seite des Herrn gehörst. Und die Mächte, die diese Menschen gebrauchen oder auch missbrauchen, die stellen sich dann teilweise sehr spontan gegen dich. Weil sie erkennen, du bist ein Gegner. Obwohl du vielleicht gar nichts gesagt hast, obwohl du vielleicht gar nichts gemacht hast. Einfach weil es in der geistlichen Welt für die gegnerische Seite sehr gut zu erkennen ist. Jesus sagt, dass wir Licht sind. Vorher waren wir Finsternis, auf einmal sind wir Licht. Und als Licht, als Träger des Lichtes, sind wir natürlich die Bedrohung für die Finsternis. Und Leute, die in der Finsternis sind, stellen sich dann eben teilweise ganz spontan gegen uns, gegen das Licht. Das heißt beispielsweise dann so in der Bibel. Denn einst wart ihr Finsternis, schreibt Paulus. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Wir waren einst Finsternis, aber jetzt sind wir Licht. Und als Licht sind wir eine Bedrohung. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht. Und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Die Menschen in der Welt, die Menschen, die im Finstern sind, hassen das Licht. So, wenn du Träger des Lichtes bist, das Licht des Herrn in dir lebt, du ein wiedergeborener Christ bist, dann ist das für die Welt, die der Finsternis ist, eine Bedrohung. Und deshalb stellen sich manchmal spontan Menschen gegen dich. Betrachte das als ein Kompliment. Betrachte das, dass die Mächte hinter diesen Menschen dich erkennen als jemand, der zur Seite des Herrn gehört. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Damit sie eure guten Werke sehen. Lass dein Licht leuchten und lass dich nicht schockieren und vor allen Dingen nicht zurückdrängen, wenn irgendwelche Leute sich gegen dich stellen. Wenn du irgendwas Negatives erlebst, wenn du Ablehnung erlebst, wenn du diese Zurückweisung erlebst, nimm das nicht als etwas, wo du interpretierst, dass der Herr gegen dich ist, sondern nimm es als ein Kompliment. Der Feind sieht, dass du zur Seite des Herrn gehörst und vorwärts marschierst. Nimm es als eine Herausforderung an, wo du im Gebet dagegen stehst, wo du sagst, dieses Terrain werde ich einnehmen. Ich bin ein Soldat in der Armee des Herrn. Und wenn der Feind mich attackiert, dann werde ich den Sieg davon tragen. In dem Sinne, glaube ich, wünsche ich dir, Gott hat mehr für dich.